Der Thomsonsche Ring Versuch Teil 2. Dieses Experiment bestätigt die Lenzsche Regel. Es wird der Gleichstromkreis durch Betätigen des Tasters geschlossen. Es baut sich das Magnetfeld der Spule auf. Eine Erhöhung der zeitlichen Änderung des Magnetfeldes während des Einschaltvorganges wird durch den Eisenkern erreicht. Die zeitliche Änderung des Magnetfeldes durchsetzt auch den geschlossenen Aluminiumring. Es wird eine Spannung in ihm induziert. Deshalb fließt ein Induktionsstrom, der der Ursache des Induktionsvorganges entgegenwirkt. Der Ring weicht aus. Bei Öffnung des Gleichstromkreises durch den Taster bewegt sich der Ring zur Spule hin, weil der durch die induzierte Spannung hervorgerufene Induktionsstrom der Ursache des Induktionsvorganges, also dem Abbau des Magnetfeldes, entgegenwirkt.